So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute leider ein bisschen später als gewohnt seit den letzten Tagen, Wochen. Lag einfach daran, ich bin einfach liegen geblieben. Ich konnte irgendwie um 6 Uhr noch nicht aufstehen. Ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze verzeihen. Wundert euch nicht wegen den Like-Button da unten links. Das ist ganz einfach. Das letzte Shop-Video hatte schon wieder 26 Likes. Also mal gucken, ob wir da wieder ein bisschen mehr hinkriegen. Also es liegt an euch, gerne ein Like da lassen. Wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Und erstmal alle Neuen, herzlich willkommen. Kamen jetzt durch die Genesungsaufgaben hier einige dazu. Aber ich würde sagen, wir quatschen noch nicht lange. Wir gehen direkt rein in den Shop, denn ich habe schon gesehen, es gibt wieder einen neuen Skin. Eins, zwei, drei. Oh, da haben wir noch nicht gesehen, wenn nur ganz kurz. Hier haben wir wieder die Viehdiebin dabei. Nett, 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 nett. Ja, das Bauernmädchen ist da. So, dann noch die passende Spitzhacke dazu. Also in Ordnung. So. Ach, die sind beide neu. Warte mal. Ne, sie war schon mal da. Warte mal. Season 1. Okay. Er ist jetzt neu von den beiden. Aber ohne Quatsch, ich habe den eben schon mal kurz gesehen, der Skin. Wie sieht der aus? Der sieht doch aus wie dieser Wurstkönig da von Mallorca, oder? Ich weiß nicht, wie der Typ da heißt. Aber der hat total Ähnlichkeit mit dem. Aber das Skin an sich ist schon nicht verkehrt. Aber ist halt auch wieder so eine Geschmackssache, finde ich. Also dem einen wird er gefallen, dem anderen wahrscheinlich wiederum nicht. Dann, warum auch immer, noch eine Pickaxe? Aber ganz ehrlich, warte mal, hier sind sie ja beide nebeneinander. Ja gut, sie sehen schon anders aus, aber ich weiß nicht, er hätte doch eine gereicht. Aber okay. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Der Farbenbomber ist wieder da. Den Skin finde ich wirklich nice. Ich sage immer wieder, das ist halt ein OG-Skin. Und den hat im Prinzip jeder, außer ich. Manu. Nee, aber der Skin ist wirklich nice. Kann man immer wieder spielen. Ist auch sehr beliebt, würde ich sagen. Dann hier die männliche Variante. Die männliche Variante hat noch diesen wunderschönen Rucksack, womit wir natürlich früh alle in die Schule gehen würden oder auf die Arbeit. Ist natürlich wunderschön. So, da gucken wir direkt weiter. Die Spitzhacke. Oh. Der mag nicht alles, Feen und Einhörner. Kappa. So, dann haben wir dann noch den Farbenballon. Kurz der. Ja. Hört mal genau hin. Ja, gut, das ist natürlich, das ist halt so Fantasie. Das ist halt echt für die ganz Jungen oder die Mädels unter euch. Für die ist das eher was als für mich. Gut, den Skin hier würde ich mir auch noch holen. Den hier eher nicht. Also den ja. So, dann haben wir Rennfieber mit drin. Der sieht natürlich wieder nice aus. Der hat mir damals schon so gut gefallen. Und natürlich ohne Kopfbedeckung, aber wenn, holt man sich den natürlich mit Kopfbedeckung. Das Rückenaccessoire ist natürlich top. Wie immer. Gut, die Tasche hätten sie weglassen können, aber das Problem ist, hätten sie die Tasche weggelassen, weil so ein Schwert hatten wir schon mal hinten auf dem Rücken. Deshalb von Schwertern so haben wir genug eigentlich. Aber ja. Dann haben wir den Sonnenvogel wieder dabei. Den gibt es auch in verschiedensten. Der fährt da draußen rum. Traktor oder was? Einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne, beziehungsweise Maske, ohne Maske. Ja, den Skin finde ich nicht so toll, also ganz ehrlich. Dann haben wir eine neue Tarnung. Oha, Gucci-Tarnung, ja? Könnte eine Gucci-Tarnung sein. So vom Stil her, klar ist nicht die Gucci-Farben an sich, bevor hier wieder einer ganz schlau sein will. Aber ja, ist halt auch Geschmackssache, wie mit allem. So, dann haben wir Einklang. Gruß nochmal raus, der mir das gekauft hat. Derjenige wird es wahrscheinlich wissen. Dann haben wir Hüftpfeffer. Auch da vielen, vielen, vielen Dank. Und dann haben wir noch. Das ist wieder ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Extraterrestrial.
Das sind so Wörter, ihr kennt das so bestimmt auch. Ihr habt auch Wörter, die ihr einfach nicht aussprechen könnt. So, das war's schon wieder mit dem normalen Shop. Leider finde ich irgendwie nicht so besonders. Die Tarnung ist nicht so dolle. Ja, der Skin, ja, aber ist halt alles Geschmackssache. So, und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Code benutzt, YT-FamilyHack, ich krieg da ein bisschen was von ab. Also wenn ihr euch was kauft, gerne meinen Code benutzen und gerne auch nachtragen, weil einige haben schon nicht mehr drin, habe ich schon gesehen. Ich sehe alles. So, wie gesagt, das war's mit dem normalen Job. Wir gehen ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Ja, ich habe gestern kein Rette die Welt gespielt. Ist einfach so, weil ich habe ja gesagt, wenn wieder Battle Royale ein bisschen interessanter wird, spielen wir natürlich auch wieder Battle Royale. Genauso sieht es jetzt aus. Beides gleichzeitig machen wird ein bisschen schwierig. Weil, ihr wisst selber, Battle Royale dauert 20 Minuten, Rette die Welt dauert eine halbe Stunde pro Runde. Wenn man es normal spielt, sage ich jetzt mal. Es ist halt nicht so einfach. Also am liebsten hätte ich einen 48-Stunden-Tag. Wenn ich jetzt noch arbeiten bin, wird es natürlich noch schwieriger. Aber ihr könnt natürlich trotzdem noch über Rette die Welt, über in den Kommentaren oder sonst was nach Leuten suchen, ist überhaupt kein Problem. Wer Hilfe braucht, einfach in den Chat schreiben. Wir werden schon bestimmt den passenden Partner finden. So, was haben wir heute für Lamas? Superhelden-Lama und Upgrade-Lama. Gut, das hier braucht in meinen Augen keiner. Ne. Und dann haben wir noch das. So, ein Lama-Hammer. Warte, was ist? Da ist definitiv was Gutes drin. Sage ich jetzt einfach mal. Überlebende, Überlebende, Überlebende sind immer gut, weil die Skizzen halt auch brauchen. Beziehungsweise die Handbücher. Nee, ich brauche Überlebende. Oh, jetzt kommt wieder Auswahlverfahren, wo ich so gut drin bin. Des Gründers. Okay. Ah, das ist auch gut. Ach, das war's schon. Ich dachte, wunderbar, was hier drin wäre. So, wie gesagt, das war's schon wieder mit dem Shop-Video. Denkt dran, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, vielleicht bis gleich im Stream. Und haut rein.